fahren Richtung Norden auf der 110. Schwerer Schusswechsel. Wir brauchen Verstärkung. Jungs, hört zu. Fahrt ran und dann ergebt euch. Ganz ruhig. Okay. Lass uns runter! Ihr wollt runter? Runter kann ich echt gut! Hancocks jüngste sogenannte Heldentat hat die Behörden erneut aufgebracht. Ich rieche bis hierher den Alkohol. Weil ich getrunken hab, Zicke. Vollidiot. Nenn mich noch einmal Vollidiot. Vollidiot. Was ist mit dir, Deckerchen? Brillenschlange? Hancock, alter Gauner, ich wusste, du kommst. Hancock! Hör auf zu weinen, Hancock. Weichei. Nicht in Ordnung. Ich mache PR-Arbeit. Die Menschen mögen dich nicht, Hancock. Sieh aus, als interessiert mich, was die Leute denken. Ich glaube, du vergeudest deine Zeit mit dem Typen. Ich habe mir was von YouTube gezogen. Jeder kennt doch Walter, den Grauwal, der gestrandet ist. Und da kommt Hancock. Oh mein Gott! Daran erinnere ich mich nicht. Greenpeace schon. Du bist ein Superheld, um Himmels Willen. Die Menschen sollten dich lieben. Und wie schaffen wir das, Ray? Mutwillige Zerstörung fremden Eigentums. Gesetz ist Gesetz, Mr. Hancock. Der Staatsanwalt überlegt gerade, dich ins Gefängnis zu stecken. Ich schlage vor, du gehst. Hm? Der geht nicht. Die Menschen sehen dich als selbstverständlich. Wir müssen dafür sorgen, dass du ihnen fehlst. Wenn du nicht zur Seite gehst, landet dein Kopf in seinem Arsch. Fünfter Tag im Gefängnis und die Gewalt nimmt weiter zu. Telefon für dich. Der Polizeichef. Er sagt, er braucht deine Hilfe. Du hast eine Berufung. Du bist ein Held, Hancock. Dein Leben wird lausig sein, bis du das akzeptierst. Das Leben hier kann schwer für mich sein. Schließlich bin ich der Einzige meiner Art. Ihr habt was Besseres verdient. Ich werde mich bessern. Das ziehe ich nicht an. Was denn? Ist ein bisschen eng. Was liegt an? Hancock, bringen Sie das für mich zu Ende. Habe ich die Erlaubnis, Ihren Körper zu berühren? Ja! Das ist nichts Sexuelles. Nicht, dass ich Sie unattraktiv finde. Vielleicht ein andermal. Halten Sie mich hier raus! Hancock ist getroffen. Er scheint verletzt zu sein. Gut so, es muss schwierig aussehen.